wieder zurück bei Majora's Mask. Na Freunde, ich bin's wieder, euer Gameboy, und wir warten noch darauf, dass hier endlich die Tore aufgehen. Was kann ich denn in der Zeit noch machen? Ich kann mal versuchen, zu dem Typen da hinten zu fliegen. Hey Dude! Darf ich mal mit dir reden? Oh, echt? Ja, Mann, ich frag mich, ob wir das noch schaffen werden. Was denn schaffen? Da hinten ist eine Kiste, ich sehe sie. Der scheiß Köter, ey. Ups. Ich lauf nicht davon, ich bleib bei meinen Eltern, ich bin anders als diese Faltlinge. Was mache ich denn jetzt noch? Wir müssen jetzt zum Horror-Kit. Boah, du Kackköter. West- und Ruhestadt. Oh, links sieht voll traurig aus. Ich guck mal, kann ich... Ne, das ist ein Schild. Das ist kein Ballon. Was denn für Zeichen? Nie gesehen. Das sieht aus, als wäre es die Bank mit der Sparkuh. Nee, was wissen du wirklich? Da. Warte, komm mal her, du. Hallo, kleiner Mann. Möchtest du nicht deine... Ach, ist doch eine Bank. Heutzutage wollen die Leute ihre Ersparnisse einfach nicht nein zahlen. Nichts. Nichts. Also besonders an so... Offeriere ich dir eine spezielle Prämie, je nachdem, wie viel du einzahlst. Wenn du zum Beispiel 200 Rubine sparst, gebe ich dir etwas, womit du noch mehr Rubine tragen kannst. Erstmal nichts. Warum denn nicht? Komm schon, vertrau mir. Solltest du denn meine doch noch ändern, kannst du gerne wiederkommen. Ja, ich habe auch keine 200 Rubine, deswegen. Was sind das da unten? Ist das etwa ein Clipping-Fehler? Dämmerung des letzten Tages. Es verbleiben 24 Stunden. Oh, die zwei sind weg. Dann willst du mich eigentlich nicht rauslassen? Hey, kleiner Diego, bist du allein? Wo sind deine Eltern? Sie sind sicher irgendwo in der Stadt und machen sich Sorgen um dich. Finde sie rasch und verlasst die Stadt so schnell wie möglich. Klar. Fuck you too, man. Ich mag den Hund immer noch nicht. Er ist ja immer noch zu... Ach so, stimmt. Vor Abend. Das wird ja heißen, er ist heute Abend, ne? Haben wir noch irgendwo was Tolles? Die Musik ist irgendwie schneller geworden. Nein, ich wollte hier rein. Achso, warte, was? Geöffnet ab 8 Uhr morgen. Was haben wir hier? Kundenregelung der Milchbar, Latte. Milchbar, Latte. Unser Kontingent an Milch ist begrenzt, aus diesem Grund... Schenken wir nur an Mitglieder aus. Ohne das Zeichen der Mitgliedschaft kommen sie leider nicht in den Genuss unseres Ausschankes. Der Besitzer.
Ah, jetzt doch offen. Ich habe zwar niemanden gesehen, der es aufgeschlossen hat, aber na gut, kann ja auch von innen gewesen sein. Nichts. Trägt die da einen Schal? Ist ein bisschen warm, oder? Ah, hallo! Nein, ich will mit dir reden. Dämchen. Oh, Tortoise, bist du bereit? Es ist schon lange her, dass wir ein Picknick auf der Romani Ranch hatten. Wolltest du mir nicht eine Geschichte erzählen, Oma? Ich bin übrigens gar nicht Tortoise. Yay! Ich gehe ja schon runter vom Bett, tut mir leid. Oma, brauchst nicht sauer werden. Wie er sich an die Tür hängt und die mit ihm aufschwingt, das sieht ja richtig nett aus. Boah, schon wieder 10 Minuten um von dort. Boah. Es sind wahrscheinlich immer noch keine Zimmer frei. Ey, Spiel flüssig laufen bitte. Oh, jetzt hat das alles aber schon einen dunklen Unterton hier. Das Spiel macht echt Gänsehaut, das muss ich mal sagen. Es gilt aber als das beste aller Zelda-Spiele. Also... Der Hund, ey. Ach, da ist jetzt eine Kiste. Ja, das ist tatsächlich eine Kiste. Aber ich komme nicht ran. Chillerpose. Wie kann ich das Erdbeben spüren, wenn ich nicht in der Luft bin? Ah! Ey, nein! Der hat mich mal da runtergedrängt. Was haben wir denn hier drin? Mach mal auf, Link. Yay! Ein purpurner Rubin dieser Edelstelle ist so viel wert wie 50 grüne Rubine. Das ist aber nett. Die Tür ist da hinten immer noch zu. Ich muss von dem Hund wegkommen. Der will nichts Gutes. Wäre cool, wenn das hier jetzt endlich mal aufgehen würde. Erdbeben, ey. Nein, Link nach oben. Alter, wie nah der Mond ist. Oh, Mann, kann es endlich mal Nacht werden? Also hier ist es, also bei mir ist es Nacht. Im Spiel nur nicht. Oh, die Musik wird immer dunkler. Also der Unterton.
Mann, können wir jetzt mal weitergehen? Geschichten von Interesse. Ich bin ein Deku. Ich stehe hier und warte. Mehrere Stunden lang. Ich bin die einzig blonde Person in dieser Stadt. Alle anderen sind rothaarig. So seltsam. Achso. Also jetzt bei mir in der echten Welt ist es nicht so ungewöhnlich, dass Leute blonde Haare haben. Ich selbst zum Beispiel bin nämlich auch blond, also wer ein bisschen dunkelblond war. Na, ist immer noch blond. Oh, ich glaube, wir sind jetzt gleich so weit. Hm, was kann ich euch denn noch erzählen? Eine Stunde müssen wir noch warten, oder besser gesagt, eine halbe. Nacht des letzten Tages. Es verbleiben 12 Stunden. Gehst du jetzt mal auf? Das ist doch eine Tür, oder? Ich hoffe ja mal, dass ich hier nicht so komplett umsonst stehe. Aber es ist doch jetzt Abend, oder besser gesagt Dämmerung des letzten Tages. Und wenn ich heute, wann ist denn dann bitte, wenn ich morgen kam, weil ist man dann? Jetzt macht das scheiß Ding endlich auf. Alle sind weg. Ganz allein sind wir. Keiner liebt uns. Nur der Mond will immer noch mit uns kuscheln. Mond, ich liebe dich auch. Liebst du mich? Ist das ein Ja? Vielen Dank. Ich bin nicht allein. Geh auf, du Scheißtür! Na, hat euch das erschreckt? Noch 5 Minuten für diesen Fall. Geh auf! Blöde Tür! Auf! Gehen! Cool, ich kann da ganz kurz durchsehen. Mann! Was ist denn bitte Abend? Ist 8 Uhr nicht abends? Wo soll ich jetzt bis Mitternacht stehen? Meine Fresse! Auf! Ganz ruhig da oben, ich liebe dich doch auch. So einen schönen Mund hast du. Am liebsten würde ich dich küssen. Wie diese Scheißtür mal aufgeht! Du warst jetzt nicht mehr gruselig, weil ihr wusstet, dass es kommt. Oh. Auch Link guckt traurig. Oh. Hm. 11 Uhr, ja, 11 Uhr ist nicht vor Abend vom Karneval, ja, klar. Hoffentlich müsste ich da jetzt nicht anders hoch, das finde ich ein wenig blöd. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Was ist überhaupt für ein Lichtstrahl? Geht denn der überhaupt hin? Ist das eine Art Sonnenuhr? Ach. Heißt das, jetzt geht die Tür auf? Hui. Aha! Ui! Na endlich!
Mitternacht. Ja, Vorabend geht sie auf, klar. Zögere jetzt nicht, sieh doch! Du kannst jetzt hier hinaufgehen. Genau deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich am Part ein bisschen was mitsehen. Oh, noch 5 Stunden. Oh. Horror-Kid! Da ist er ja. Hat er noch unsere Ocarina? Sieht so aus, ne? Oder was hat er da in der Hand? Ja, ist das unsere Ocarina. Lass die nicht fallen, Dude! Die war teuer! Ich musste dazu 3 heilige Steine finden, ja? War nicht witzig! Ah, toll! Wir haben euch gesucht! Hey, Horror-Kid! Wie wäre es, wenn du diese Maske jetzt zurückgeben würdest? Hörst du überhaupt zu? Sümpfe, Berge, Ozeane, Canyon, rasch die 4, die dort gefangen sind, bring sie her! Du sprichst, wenn ich es dir sage, törichte Fee! Nein, lass meinen Bruder in Frieden! Horror-Kid, glaubst du wirklich, wir wollen jetzt noch deine Freunde sein? Nun, was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, könnten sie mit mir nicht mehr fertig werden. Seht nach oben. Versucht doch, das Unabwendbare zu verhindern. Ich glaube, man hört nicht durch die Nase, sondern durch die Ohren. Das Riesenzinken, Alter. Er kommt aber verdammt schnell näher. Oh. Dead Animation. Die Ocarina! Ja, wir haben unsere Ocarina. Du hast die Ocarina der Zeit wieder erlangt! Prinzessin Zelda hat ja einst dieses wertvolle Instrument überreicht. Platziere es auf C, drücke A und C, um sagt die Marschart zu Töne zu entlocken. Drücke B, um den Flötenspiel zu unterbrechen. Plötzlich kehrt die Erinnerung an Prinzessin Zelda in dein Bewusstsein zurück. Dead Erinnerung. Du hast also tatsächlich vor, Hyrule zu verlassen? Das Lustige ist auch, wenn man bei Super Smash Bros. Brawl Zelda einsaugt, dann bekommt Kirby als Mütze hier die Mütze von dieser jungen Zelda aus Ocarina of Time und Majora's Mask. Das ist ziemlich nice. Also Majora's Mask ist das, glaube ich, die einzige Stelle, in der die vorkommt, aber ich weiß es nicht. Auch wenn wir uns erst seit kurzem kennen, kommt es mir vor, als würden wir unserer Freundschaft schon eine Ewigkeit wären. Unsere gemeinsamen Tage in Hyrule sind unvergesslich. Mein Herz sagt mir, dass der Tag kommen wird, an dem wir uns wiedersehen werden. Bis zu diesem Tag, nimm dies an dich. Die Ocarina der Zeit! Ich bete, dass deine Reise eine sichere sein wird. Falls dir etwas zustößt, dann erinnere dich an dieses Lied. Lies weckt Erinnerungen. Das ist doch die Hymne der Zeit. Ja, Hymne der Zeit, sag ich doch. Du erinnerst dich an die Hymne der Zeit. Diese Melodie, die am Rande deiner Erinnerung nachklingt, ist ein Lied voller Erinnerungen an Prinzessin Zelda. Oh, voll traurig irgendwie. Obwohl, warum sage ich irgendwie? Die Göttin der Zeit erwacht über dich. Wie jetzt? Lin? Nairu? Welche jetzt? Obwohl, nee, Quatsch, das waren ja nur die Orakel der Zeit und der Jahreszeiten. Göttin der Zeit, wer ist denn die Göttin der Zeit? Wacht über dich, wenn du die Hymne der Zeit spielst, wird ihre Macht dir beistehen. Ich vermute jetzt einfach mal, dass damit Nairu gemeint ist. Na, ich habe jetzt letztens Oracle of Ages und Oracle of Seasons über die Virtual Console auf meinem 3DS gespielt.
geile Spiele, muss ich sagen. Hör auf, du sollst nicht in Erinnerung schwelgen. Wir brauchen dich hier und jetzt. Diese alte Ocarina kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Ach doch, ich glaub schon. Zu Hilfe, Göttin der Zeit! Bitte hilf uns, wir brauchen mehr Zeit! Ich verschaff uns mehr Zeit. Huch, wo hast du denn... Was? Wo hast du denn dieses Instrument her? Hört sich der Gründer der Zeit verwandelt durch unsere Form? Klingt auf jeden Fall cool. Speichern und zum Denken des ersten Tages zurückkehren. Yay! Klar, logisch! Das ist cool. Die Mütze. Oh! Sind das unsere Rubine, die wir gerade verloren haben? Haben wir wirklich gerade über 50 Rubine verloren? Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Ich bleib mal in meine Pizza beißen. Alter! Ruhig Blut. Wo sind wir jetzt? Was ist passiert? Alles. Ach, cool. Das ist ja nice. Hat von neuem begonnen. Der Mond ist auch wieder weit weg. Was hast du getan? Dieses Lied, dieses Instrument. Dieses Instrument. Warte, das ist dein Instrument. Der Maskenhändler hat doch gesagt, dass er dich zurückverwandeln könnte, wenn du ihm den wertvollen Gegenstand bringst. Der dir gestohlen wurde. Hast du das etwa schon vergessen? Ich würde sagen, im nächsten Part reden wir dann mit dem Maskenhändler. Ich habe 25 Minuten ist diese Folge sagen. Oh. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.